Grüß Gott. Ich bin der Bruder Pfeiffer aus dem Präsidium Wiener Neudorf. Ich soll Ihnen jetzt über den Ursprung der Legion ein paar Worte sagen. Dazu habe ich zunächst das Handbuch hier. Ich zeige es Ihnen, soweit Sie es sind, die meisten kennen es ja. Und hier heißt es hier auf Seite 21, Name und Ursprung der Legion. Die Legion Mariens ist eine Vereinigung von Katholiken, die sich mit Zustimmung der Kirche und unter machtvoller Führung der Unbefleckten zu einer Kampftruppe zusammengeschlossen hat. Können wir Heilige sein? Das war das erste Büchlein, das Frank Duff geschrieben hat, noch lange bevor die Legion entstanden ist. Aber auch in der Legion geht es um die Heiligkeit. Es geht darum, wie können wir selbst heilig werden? Und die Antwort ist durch Maria, wenn wir uns ganz der Mutter Gottes hingeben, und wenn wir andere Menschen dazu bringen, dass Gott mehr geliebt wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr heiligen Schutzengel und Namenspatrone, und seliger Franz Jägerstätter, der heute selig gesprochen wurde, bittet für uns, dass ich das Richtige jetzt sage und Sie alle es richtig auffassen. Amen. Mein Name ist Ossi Reiter, ich bin aus Baden bei Wien im Präsidium St. Stephan. Ich soll Ihnen ein wenig was über das Apostolat erzählen der Legion Mariens. Ich habe ganz bewusst jetzt, obwohl wir ja zu Beginn schon gebetet haben, noch einmal mit einem Gebet begonnen, weil so unser Apostolat beginnt in der Legion Mariens.